Annabelle 3 aus dem Jahre 2019. Das Conjuring-Universum schlägt das nächste Kapitel auf und es ist der dritte Teil von Annabelle. Ich muss sagen, dass ich Conjuring 2 bis jetzt am besten fand und gilt für mich als einer der besten Horrorfilme der 2010er Jahre, wobei ich den ersten Teil zu meiner Schande noch nicht gesehen habe. Annabelle 1 fand ich persönlich schwach, der zweite Teil war schon etwas besser, Leonoras Fluch muss ich auch noch nachholen und The Nun, da gebe ich besser jetzt keinen Kommentar ab. Meine Erwartungen zu Annabelle 3 waren sehr gedämmt, aber kann durchaus sagen, dass dieser Film zwar kein Meisterwerk ist, aber für Einsteiger in das Horror-Grusel-Genre durchaus empfehlenswert sei. Woran liegt das? Die Warrens, die wir aus Conjuring 1 und 2 kennen, sind auch mit dabei, machen den Film sehr stimmig und geben dem Film eine gewisse Würze. Das Problem jedoch ist, dass sie nur am Anfang und zum Ende hin zu sehen sind und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schade. Durch den Film begleiten uns unter anderem drei junge Darstellerinnen, die jedoch alle austauschbar sind und keine besonderen Highlights im Film haben, sind aber im Großen und Ganzen okay. Die Horrorelemente funktionieren in manchen Teilen und ich finde, dass Leute, die sich selten solche Filme ansehen, sich bei Annabelle 3 schon einige Male ordentlich erschrecken lassen können, aber für Eingefleischte bietet dieser Film nicht wirklich was Besonderes. Es gibt aber ein paar tolle kreative Momente, die wirklich gruselig sind, toll aussehen und wo ich mir gedacht habe, ja, das hat wirklich gut funktioniert. Aber für mich ist der Film dennoch etwas zu unspektakulär. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass sich dieser Film bemüht, etwas gewagter sein zu wollen, wie seine Vorgänger. Jedoch ist er nicht über seinen eigenen Schatten gesprungen, sodass einiges Potenzial auf der Strecke blieb. Und auch seine 106 Minuten sind locker um 15 Minuten zu lang geworden und das liegt meiner Meinung nach daran, dass es zu viele Szenen gibt, in denen man versucht Spannung aufzubauen und es eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis etwas passiert. Ein Beispiel, es läutet an der Türe, die Akteurin reagiert und geht in Schneckentempo Richtung Türe, wo ich mich frage, ja wer macht denn so etwas, wenn es draußen bei der Türe läutet? Und von denen, ich nenne es mal Schleichmomenten, gibt es ein paar. Das fand ich persönlich nervig. Zum Abschluss kann ich sagen, ein Film, der einiges wagt, leider vieles auf der Strecke liegen lässt, aber dennoch einige kreative Momente hat und für Einsteiger genau das Richtige sein könnte. Und somit ist der Film für mich zwar nur guter Durchschnitt, aber das war's auch schon. Und kommen wir zu meinen zwei Abschlussfragen, die ich immer wieder stelle. Werde ich mir diesen Film nochmal ansehen, dann muss ich sagen, aus jetzigem Standpunkt aus eher weniger, würde ich diesen Film weiterempfehlen. Ich würde diesen Film für Einsteiger weiterempfehlen oder für Leute, die sich mal ein bisschen gruseln wollen. Und somit kommen wir zu meiner Punktebewertung, die ist im Genre als Horror-Grusel-Thriller oder Gruselfilm 6,5 von 10 möglichen Punkten und als gesamten 6 von 10 möglichen Punkten. Da kann ich sagen, das ist guter Durchschnitt, die Kamera ist auch sehr wertig, aber da ist eben vieles auf der Strecke geblieben. Was sagt ihr zu Annabelle 3? Findet ihr den besser als die Vorgänger oder sagt ihr, naja, mehr wie Durchschnitt oder findet ihr den total Katastrophe? Kann ja auch sein. Dann schreibt es mir in den Kommentaren. Rechts seht ihr jetzt von mir meinen Abonnier-Button, da verpasst ihr keine Reviews mehr. Links seht ihr das letzte Video, meine letzte Review. Und wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.